So logisch für mich, weißt du? Ein bisschen so. Das ist halt wenig Ausbeute, ne? Und hier, guck mal, verdoppeln wir erstmal. Und übrigens geht der Ofen auch schneller. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Scheiße. Scheiße. Hier brauche ich auf jeden Fall wieder Kohle. Dich brauche ich. Das können wir auch nochmal schmelzen, alles. Gold werden wir auch noch benötigen. Was wir alles benötigen, ey. Ja, 5 Sticky Resin, so. Komm, wir verbrennen jetzt erstmal das Holz, weil Kohle haben wir noch nicht so viel. Ich kann natürlich farmen. Oh, guck mal, hier brauchen wir Kohle. Hier brauchen wir erstmal Kohle. Wenn wir Glück haben und Eisen, Lava finden und Eisen natürlich auch, dann wird es viel besser, da wir mit Lava machen können. Da brauche ich nicht dazu den Geothermal-Generator, da geht auch der normale Generator für die scheiß Lava. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube aber, dass man den Geothermal-Generator auch mit Lava-Pipes, Lava-Transport-Pipes oder irgendwie so, hin und her machen kann. So. Ein auf den, du weißt. Fuck, Alter. Scheiß auf den, du weißt. So, ein Eisen brauche ich. Ein Refined Iron, sorry. So. Zack. Ah, danke sehr. Guck mal, Bambe. Bombe. Bambe, Junge. Bambe. Einfach nur Bambe ist das. ja, genau. So, wollte ich jetzt noch das hier machen. Danke sehr. Und was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte wieder ein Circuit bauen. Danke. Na, wie weit bist du? Du bist auch fast fertig. Guck mal, schon haben wir wieder Eisen. Und das Doppelte sogar. Nicht mehr, weil musste ich ja noch verwenden. Aber mehr als vorher. Den das Holz brauche ich jetzt, denn ich muss mir 1, 2, 3, 4. Fuck, okay, reicht nur für 3. Brauchen wir noch ein anderes Holz. Ja. Zack. Was wollte. Boah, ich bin so vergessig manchmal. Das ist einfach nur nicht mal mehr feierlich. Wie vergesslich ich manchmal bin. Das ist echt schlimm. So. Ja, haben wir eigentlich alle da, ne? Theoretisch. So und so. Extraktor. Den packen wir dann übrigens hier oben drauf. Funktioniert auch. Und ich zeige jetzt mal, falls einige das nicht wissen, wie das funktioniert, was das bringt. Ich packe jetzt ein Sticky Resin rein. Im normalen Ofen kriegst du dafür ein Rubber wieder. Also ein, so eine schwarze Kugel. Hier im Extraktor kriegst du 3 raus. Das heißt, du verdreifachst dein Rubber, was du aber auch verdammt oft benötigst. Also, man könnte sagen, ohne Rubber geht nichts. Guck mal, schon 3 Rubber. Rubber. Ich mach mal ein bisschen was, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Kohle und Eisen und Gold. Das heißt, es werden jetzt ein paar Farming-Folgen wahrscheinlich folgen. Ein paar Farming-Folgen. Das erste Wort mit F und das zweite Wort mit V. Weil uns wird langsam die Kohle ausgehen. Und Holz brauchen wir auch wieder. Und wir brauchen eine Menge. Wir haben hier einen Nachteil, denn wir haben hier nicht viele Bäume. Wir haben hier kaum Bäume.
Das ist echt ein Problem. Ich würde sagen, ich nehme jetzt die zwei Äxte und verpiesel mich mal und suche mal ein bisschen, also nicht suche, sondern farme Holz. Und unterwegs halt jegliche Kohle, die ich so sehe. Ich werde aber natürlich schön XP farmen. Das wird sich auch noch auszahlen. Ich bin ja schon fast Level 20. Bin ich schon einmal gestorben? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin noch keinmal gestorben. Das wird sich aber auch, glaube ich, nicht ändern. Erstens, weil es Nacht ist und ich jetzt pennen gehe. Übrigens, soll ich mir das Bett mitnehmen? Nee, oder? Ja doch, eigentlich wäre es voll schlau, das Bett, ein Bett mitzunehmen, falls es Nacht wird. Ach, egal. So, gut. Ja, Rubber Trees sind so. Oh, da ist Dschungel. Scheiße, ich habe vergessen, Teamspeak leise zu machen. Boah, Alter. Ja, der Titan-Server ist momentan ein bisschen am Abstürzen. Oder wie sieht's aus? Ja, genau, der Titan-Server ist mal wieder down. Yeah, geilster Server ever. Da ist auch niemand online, Alter. Alle sind offline. Die haben kein Leben. So. Ja, ich hüpfe durch die Welt, so wie es mir gefällt. Da sind normale, relativ normale Bäume. Die gönne ich mir mal. Ich will jetzt extra keinen Dschungelbaum abholzen. Oh, warte. Bevor ich hier meine wertvolle Axt verschwende, baue ich mich so mit der Hand hoch. Ist kostensparender. Die Axt brauche ich ja gleich. Die wird jetzt ziemlich zerfickt. Holzfarm, kein Ding. Essen nehmen wir farmen, kein Ding. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Da ist auch noch Holz. Da ist auch noch Holz. Da ist noch ein Apfel. Ein Apfel und ein Ei. So krass drunter gelitten hat es eigentlich gar nicht. Das ist schon echt krass. Wie viel aushält so eine Axt? Das hält es auch noch locker easy aus. Ja, beim nächsten gibt es schon bestimmt kleine Schwierigkeiten. Aber naja. Ist halt auch nur ein Werkzeug, was sich abnutzt. Ne? Darf man ja auch nicht wiederum vergessen. Gibt es da noch irgendwas? Nee. Alles hier unten. Holzfarmen.de. Holzfarmen.de. Gecheckt? Nee? Okay. Ich auch nicht. Ich weiß, das ist Kupfer, aber ist mir jetzt Rille irgendwie ein bisschen. Ich versuche irgendwie so schnell wie es geht an viel Holz zu kommen. Ich weiß, ja, Holz doch so einen dicken Dschungelholzbaum. Holz doch mal so einen dicken Dschungelbaum ab, aber nee, das wäre zu viel. So wieder. Den aufsammeln. Ich weiß nicht, ob es die eine Axt aushalten würde, so einen dicken Dschungelbaum fällen, zu fällen. Diese Axt hält es auf jeden Fall nicht aus, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Das hält sie noch aus, aber jetzt nichts mehr. Vielleicht noch so ein Baum wird sie aushalten. Aber nicht mehr. Yeah. Falls wir Clay brauchen, da ist Clay. Und hier ist Zinnfisch. Yeah. Da ist so ein dicker Dschungelbaum. Den versuchen wir jetzt mal abzuholzen. Mal gucken, ob sie eine Axt aushalten wird. Ich bin mir auf jeden Fall nicht so sicher. Werden wir aber ja, wie gesagt, auch jetzt gleich sehen. Oh ja, hüpft noch ein bisschen mehr rum. Danke sehr.
Damit hast du mir einen riesen Gefallen getan. So, ich bin gespannt und die hält's nicht aus. Ne, ist genau für diesen Baum passend gewesen. Jetzt ist Ende mit dem Baum. Der Baum existiert nicht mehr. Aber die eine Axt auch nicht mehr. Also, so eine angenutzte Axt für so einen riesen Baum, ja, kann man machen, würde ich sagen, wa? Muss man nicht, kann man aber. Wie ich so schön sage immer. Muss man nicht, kann man aber. Und er hat nicht komplett, glaube ich, aber ich weiß es nicht. Ich sehe es hier nicht, ob er komplett den ganzen Baum jetzt, ja, hat er. Ja, ja. Ich glaube, an Holz reicht es auch wieder. Oder? Oder gibt es hier noch einen Baum, den ich auch noch mitnehmen kann? Liegt hier noch Holz? Nee. Ja, wahrscheinlich wird auf dem Blätter noch Holz liegen, aber ganz ehrlich, kriege ich halt nicht ab. Ne? Da ist noch einer. Den kann ich auch mitnehmen. Und dann geht's auch wieder zurück, denn dann haben wir genug Holz. Habe ich immer gesagt, dass ich den Dschungel hasse eigentlich? Ich mag dieses Biom eigentlich überhaupt nicht. Ne? Sind zwar schöne dicke Bäume und so, man kann ein Baumhaus bauen, aber irgendwie mag ich dieses Biom einfach nicht so. Ist mir zu verwuchert. Ist einfach meine Meinung so. Mich würde mal interessieren, was sagt ihr zu den Biomen, die zu Minecraft eigentlich hinzukommen sind, so von den Mountain-Biomen und Dschungel und Schnee und Eis und Tralali und Tralala und Juppali. Das würde mich mal interessieren, was ihr zu denen sagt, zu den neuen Biomen, die nach und nach in Minecraft reingefügt worden sind. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr sie? Und welche Biome sollte es denn noch geben, eures Erachtens nach? Das würde mich mal interessieren, was ihr sagen würdet, welches Biom ihr gerne in Minecraft haben wollen würdet. Wäre mal echt interessant zu wissen. So. Weiter im Text. So, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt gerade zwei Maschinen gecraftet, ich würde sagen. Da wir jetzt Holz gefarmt haben und wir, wenn ich mich recht entsinne, eigentlich gar kein weiteres Gerät benötigen für den Anfang, würde ich erstmal sagen, gehe ich farmen. Holz haben wir ja jetzt genug erstmal wieder. Das ist sehr gut, aber wir brauchen Kohle, Eisen und Gold. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Redstone wieder. Also mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme mir drei davon, nehme mir drei davon und nehme mir drei davon. Das sind dann nur drei. Und dann mache ich mir erstmal ein paar Steaks. So. Steaks brauche ich nicht, nein. Fackeln müsste ich mir auch noch machen. Siehst du? Fackeln. Ich mache mir noch eine Eisenspitzhacke und das müsste reichen. Aber hier muss ich mir leider ein bisschen die ganze Kohle klauen. Denn hier fehlt Fackeln. Und das hältst du ja aus, du hast Energie, alles ist super bei dir. Mache ich erstmal schön, zack. Reicht erstmal. Jo, reicht. Ich weiß, das war voll blöd, aber egal. So, eine Spitzhacke. Zweite Spitzhacke. Dritte Spitzhacke und die letzte Spitzhacke. So, so. So, so. So. Passt, würde ich sagen. Sitzt und passt. Fackeln habe ich.